die Verfolgung von Menschen und weiß ich was nicht, alle Andersdenkenden. Und auf einmal haben wir da gestanden und haben festgestellt, irgendwo gibt es da Parallelen oder Ähnlichkeiten zu der DDR. Nun hieß das auch noch zufälligerweise Nazis wie in Ostberlin, weil die Fußballfans ja in Ostberlin waren. Hat auf einmal jeder gedacht, wir meinen die DDR damit. Diesen Song zu singen war gleichermaßen mutig wie naiv, weil dass das nicht ohne Folgen bleibt, und zwar ohne drastische Folgen, ist heute klar. Damals hat man dazu getanzt und hat sich gefreut, dass diese Band dort auf der Bühne stand, aber eigentlich hätte man ihnen raten müssen, Jungs, packt mal schnell eure Instrumente ein und versteckt euch. Michael Horschig wird wegen seiner Songs für 1 Jahr und 6 Monate inhaftiert. Auch die anderen Bandmitglieder kommen ins Gefängnis. Freie Meinungsäußerung provoziert Repressionen. Jede Kritik am DDR-System ist verboten. Robert Havemann hat mal gesagt, das Politbüro verstand sich als Institut der ewigen Wahrheiten. Das heißt, wir sind die Wahrheit. Alle anderen, wenn sie was anderes sagen, irren, sind dumm oder sind möglicherweise sogar gefährlich. Ein extremes Regime kann man eigentlich nur seinen Protest, wenn man anders extrem ist. Das war's. Da würde mir so ein Quatsch nicht mehr im Traum einfallen. Aber damals war es eben so. Wir haben ja nur wir haben uns als Russenknechte gefühlt. Und weiter nicht. Und das haben wir eben abgelehnt. Höchste SED-Parteifunktionäre wurden politisch in der Moskauer Kaderschmiede unter Stalin geformt. Die Freundschaft zur Sowjetunion ist von Anfang an DDR-Staatsdoktrin. Alle friedliebenden Menschen gegenüber den Völkern der Sowjetunion, die unter unermesslichen Opfern den deutschen Nazismus zerschlagen, Deutschland befreit und damit die europäische Zivilisation gerettet haben. Wenn man sich die DDR genau angeguckt hat und wenn man mal durch die Provinz gefahren ist, die ja nur grau war und die mal durchbrochen war von dem Rot der Parolen, ja, die dort an den traurigsten Bahnhöfen und an diesen traurigen LPGen hingen und wo dann drauf stand, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und man sich gefragt hat, ja, also wenn das hier der Sieg ist, was gibt's denn da zu lernen? Ja, also das war auch so armselig, diese Parole, dass man, wenn man halbwegs wach war, dann hat man natürlich auch schnell begriffen, dass das auch eine Freundschaft war, die nur auf dem Papier existierte. Und das war eine verordnete Freundschaft. Ob das Russisch der Schüler oder das Deutsch der Komsomolzen besser oder der Twist schwerer als der ukrainische Tanz zu erlernen ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sich die Gespräche hier in nichts von denen unterscheiden, die irgendwo bei uns zwischen jungen Leuten geführt werden. Es gibt Unterschiede. Oft erzählen die Großeltern andere Geschichten. Ronny Busse erfährt viel von der Großmutter. Sie hat mir zum Beispiel von Stalin erzählt, was wir nun ja nicht kannten, von den Vergewaltigungen der Russen, dass sich die jungen Mädels versteckt haben. Das war ja für mich erstmal unfassbar, so wie die uns dargestellt wurden. Und nach wurde ich dann auch ein absoluter Russenfeind. Weil wir hatten die ja nun bei uns ringsum, war ja alle besetzt danach. Obwohl wir mit denen teilweise auch mit den russischen Soldaten freundschaftliche Kontakte hatten. Wenn wir bei denen auf dem Schießplatz waren oder was, ich hab das erste Mal mit 15 Jahren eine Pistole in der Hand gehabt. Wir durften schießen, dafür durften die mit unserem Mopeds fahren. Die unterschiedlichen Geschichten haben eben in der DDR im privaten und im offiziellen Rahmen jeweils vollkommen unverbunden nebeneinander existiert. Und das war auch ganz schwer, da für jemanden, der also dann nicht reflektiert damit umgeht, also das kann man ja bei Kindern und Jugendlichen zunächst erstmal voraussetzen, dass das nicht so ist, ganz schwer überhaupt eine Verbindung dazwischen herzustellen. Die existiert sowieso in zwei verschiedenen Schachteln. Die DDR propagiert den proletarischen Internationalismus. Vertragsarbeiter aus sozialistischen Bruderländern und jungen Nationalstaaten werden ausgebildet, erhalten einen Job auf Zeit. Eine Integration in die Gesellschaft gibt es nicht. Also es gab überhaupt kein Interesse daran, dass da intensive Kontakte entstehen. Man wollte sie im Grunde auch verhindern. Die haben ja auch in Wohnheimen gewohnt. Die konnten nicht irgendwo hinziehen, wo sie wollten. Und im Grunde bekam man von denen nur mit, wenn man mit denen zusammenarbeitete. Ich hörte die Geschichten, dass in irgendwelchen Provinzstädten die Schwarzen verprügelt wurden, wenn sie versuchten, in die Disco zu gehen oder mit deutschen Mädchen zu tanzen.
Und ich hörte, dass die Vietnamesen alle in einem Haus untergebracht wurden. Und vollends entsetzt war ich, als ich hörte, dass wenn eine vietnamesische Frau schwanger wurde, wurde sie sofort nach Hause geschickt. Nicht einmal 100.000 Ausländer leben in der DDR. Und dennoch gibt es latenten und offenen Rassismus. Ein Kennenlernen fremder Kulturen ist kaum möglich. Diese Monokulturalität drückte sich aus in einem Mangel an Vergleichsfähigkeiten mit dem, was sonst in der Welt so existierte. Und eine Intoleranz gegenüber allem, was anders ist. 1988. Ein jüdischer Friedhof in Ost-Berlin wird geschändet. Jugendlicher Vandalismus. Es waren keine Nazi-Skins. Doch die DDR-Führung kann sich Imageverlust vor allem im Ausland nicht leisten. Sie verhängt drastisch höhere Strafen als im Zionskirchprozess. Da diese Geschichte nicht zu vertuschen war, haben sie die Flucht nach vorn angetreten und wollten sozusagen dann zeigen, also so, wir werden die so hart bestrafen und so deutlich machen, dass bei uns so etwas nicht geduldet wird. Die DDR ist wirtschaftlich Ende der 80er so gut wie bankrott. Sie hofft auf Geld von jüdischen Gemeinden in den USA. Der FDJ-Zentralrat besucht medienwirksam einen jüdischen Friedhof. Vor dem Mikrofon ein Student. Ich denke, dass im letzten Jahr diese Dinge, die dort passiert sind, nicht nur mit den Skinheads, die ja meiner Meinung nach nur die Spitze von einer bestimmten Tendenz sind, auch bei unseren Jugendlichen, neben Rückzug in Privatsphäre, aber auch so ein bisschen diese Tendenz zum Chauvinismus. Also ich meine, dass Diskriminierung beginnt im verbalen Bereich, also diese berühmten Witzeleien über Polen oder Ausländer überhaupt oder auch über Juden, die sind leider immer noch an bestimmten Stellen verbreitet. Diese Kritik eines Studenten wird im DDR-Fernsehen nicht ausgestrahlt. Antisemitismus gibt es offiziell nicht. Die Leute hatten den Antisemitismus nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch vor allen Dingen. Aber das wussten sie nicht, dass es Antisemitismus war. Über Nazi-Ideologie wurde ja auch nicht geredet. Und so blieb Nazi-Ideologie plus Antisemitismus im Bauch drinne stecken, wurde nie in Frage gestellt. Salomea Genin musste 1939 mit den Eltern nach Australien emigrieren. 1963 kam sie zurück nach Deutschland, in die DDR. Ein Freund von mir stellt mich seiner Mutter vor und sie reicht mir die Hand und sagt, freut mich, Sie kennenzulernen, ich habe nichts gegen Juden. Ich meine, was sollte ich dazu sagen? Sie ist eine Antisemitin und sie weiß es doch nicht. Sie ist mein Alter. Sie ist mit dieser ganzen Scheiße groß geworden. Und sie hat es nie in ihrem Bauch in Frage gestellt. Mein Gott, ich kann es ihr nicht einmal übel nehmen. Juden raus aus deutschen Kirchen, skandiert von Neonazis im Herbst 1987 in der DDR. Die Zionskirche kommt kurz darauf erneut in die Schlagzeilen. Die oppositionelle Umweltbibliothek steht auf der Fahndungsliste der Staatssicherheit. Das MFS startet die Aktion Falle. Kellerräume werden durchsucht, Schriften und Druckmaschinen beschlagnahmt, Mitarbeiter verhaftet und öffentlich kriminalisiert. Laut Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch im Keller eines Nebengebäudes der Zionskirche 7 Personen auf frischer Tat bei der Herstellung staatsfeindlicher Schriften ertappt. Mahnwachen vor Kirchen. Proteste in der ganzen DDR. Westreporter berichten. Kirchliche Kreise werten die Aktionen der Sicherheitsorgane als Teil einer Einschüchterungskampagne. Der Staat, so heißt es, brauche offensichtlich eine Atempause. Wieder zeigt das Westfernsehen die Zionskirche. Die SED-Propagandisten müssen reagieren. Eine kritische Auseinandersetzung findet nicht statt. Da war sozusagen das Gitter vom eigenen Hirn und vom eigenen Denken, das war so dick und so eisern, also da gab es schon zu dieser Zeit schon keine Überlegung mehr, sich selber in Frage zu stellen. Insofern waren diese Dinge, die aus dem Westen kamen, letztlich nur die Bestätigung dafür, dass also doch der Westen seine Hand im Spiel hat und dass also Informationen, die dort vor laufender Westkamera gegeben werden, letztlich nur unser Feindbild bestätigen, und so hat man